Also, grundsätzlich müssen wir einfach einkalkulieren, dass wir den Coronavirus wahrscheinlich bekommen werden. Und wir müssen akzeptieren, dass wir langfristig, also auch die nächsten Jahre, mit diesem Virus leben müssen, weil der wird nicht einfach vielleicht ganz weggehen. Der kann auch vielleicht in 1 oder 2 Jahren oder noch später wieder mal auftauchen. Und die große Frage, die sich dabei stellt, ist halt einfach, wie lernen wir mit so einer Situation zu leben, wie auch anderen Notsituationen? Hallo liebe Lehrerinnen und Lehrer, hallo liebe Freunde, Familie und Bekannte, die ich kenne. In diesem Video soll es nicht spezifisch um den Lehrerberuf gehen. Es soll nicht um irgendwelche Fakten und Zahlen und Statistiken und die ganzen Hygienevorschriften etc., die jetzt die Staaten rausgeben, um den Coronavirus zu bekämpfen gehen, sondern ich möchte in diesem Video auf einer Metaebene, auf einer höheren Ebene grundsätzlich über 4 Punkte sprechen, wie dass man so krasse Stresssituationen wie jetzt dieser Ausbruch dieses Virus, wie man damit umgehen kann. Es gibt ja andere Situationen, die auch lebensbedrohlich sein könnten, auch wenn diese Zahl wieder, wie gesagt, immer diskutierbar ist jetzt bei diesem Virus. Und ich möchte grundsätzlich einfach über 4 Dinge sprechen, wie man mental, aber auch physisch mit solchen Situationen umgehen kann oder könnte. So, und der erste Punkt sind eigentlich 3 kleine Präventionsmaßnahmen. Bei uns an der Schule hängen jetzt überall diese Zettel, quasi Hände gründlich waschen, Papier, Nastücher wegwerfen und so weiter. Das sind alles so hygienische Dinge. Aber was bei mir aus meiner Sicht dabei fehlt, ist das, was hier oben drin abgeht oder im ganzen Körper. Und der erste Punkt ist genug Schlaf oder genug Erholung allgemein. Das heißt, im Beruf, im Privatleben einfach schauen, alles ein bisschen runterfahren und wirklich genug Schlaf, genug Erholung kriegen, damit wir ausgeruht und unser Immunsystem gestärkt ist. Und das führt weiter zum nächsten Punkt, und das ist eine gesunde Ernährung weiterzuführen. Also wirklich genug Gemüse, Früchte, einfach eine ausgewogene Ernährung zu haben, vielleicht mal ein bisschen weniger Fastfood essen, was auch immer. Einfach da darauf achten, dass wir unserem Körper Gutes tun und nicht aus dem Stress heraus nur diese Konservendosen oder Teigwaren, die jetzt da leer gekauft werden in den Supermärkten, konsumieren, sondern auch wirklich ausgewogen uns ernähren. Und der dritte kleine Punkt ist für mich, die Mitmenschen weiterhin zu pflegen. Das heißt, nicht nur an sich selbst denken, sondern auch füreinander denken. Also, wie gehen wir miteinander um, damit wir zusammen trotzdem weiterhin arbeiten und leben können, sei es bei der Arbeit oder zu Hause. Und kümmere dich weiter um deine Mitmenschen. Denn wenn du eine Beschützerrolle übernimmst für deine Mitmenschen, bin ich überzeugt, dass dein Immunsystem auch stärker ist, als wenn du nur aus Angst an dich selbst denkst und schaust, wie kann ich mich selbst beschützen, damit ich gesund bleibe und so weiter, sondern versuchst ein bisschen weiter zu denken, einen Horizont zu erweitern und zu gucken, okay, wie kriegen wir das Problem gemeinsam in den Griff, anstatt einfach nur an dich selbst zu denken. Also diese kleinen 3 Dinge. Genug Erholung, eine gesunde Ernährung und kümmere dich um deine Mitmenschen. Das ist für mich so der erste Punkt. Gut, der zweite Punkt stammt von dem alten amerikanischen Buchautor Dale Carnegie, How to Stop Worrying. Und es gibt da einen Abschnitt im Buch, der heißt quasi Worst Case Szenario. Und das ist eine Strategie, die man durchgehen kann. Und da tut man am Anfang davon ausgehen, was ist das Worst Case Szenario. Und das Worst-Case-Szenario ist wohl ja im allerschlimmsten Fall der Tod, aber so weit, ganz so weit will ich nicht denken. Ich will mal zuerst sagen, das Worst-Case-Szenario ist, dass ich jetzt in diesem Fall den Virus bekomme. Okay, wenn das das Problem ist, dann weiß ich, dass der Worst-Case ist, ich bin dann im Spital oder zu Hause, wo auch immer, und erkranke daran. Und jetzt ist die Frage, was ist alles in meiner Macht, was kann ich alles tun, um dem entgegenzuwirken? Und das Ganze muss ich mir aufschließen. Und das kommt jetzt schon aus dem ersten Punkt heraus. Wie gesagt, ich schaue, dass mein Immunsystem gestärkt ist. Ich schaue, dass ich weiterhin ausgeglichen und irgendwie glücklich trotzdem bin und das Leben weiterleben kann. Und dann liest ich mir diese verschiedenen Punkte auf. Was kann ich alles tun? Und mehr kann ich nicht mehr tun. Und wenn ich das alles getan und erledigt und vorbereitet etc. habe, dann muss ich quasi mein Schicksal so entgegennehmen, wie es mir kommt. Weil viel mehr kann ich ja nicht mehr unternehmen.
Und damit komme ich jetzt gleich zur stoischen Grundhaltung von diesen alten griechischen Philosophen. Und diesen Satz habe ich schon einmal genannt. Da geht es darum, dass man lernt zu unterscheiden, was kann ich kontrollieren und was kann ich nicht kontrollieren. Und alles, was ich kontrollieren kann, ist das, was bei mir ist. Das heißt, wenn ich hier im Alltag herumgehe, kann ich mit dem Kopf bei der Sache sein, was ich anfasse, wie gesagt, ich meine Hände wasche etc. Aber dann gibt es Dinge, die ich nicht kontrollieren kann. Und daher auch ein bisschen loszulassen von dem, was ich nicht kontrollieren kann. Und das sind andere Menschen. Man kann nicht andere Menschen kontrollieren. Das heißt, du musst einfach alles tun, was du tun kannst, aber von allem anderen versuchen loszulassen. Denn wenn du versuchst, alles zu kontrollieren und panisch wirst, dann wird dich das nicht weiterbringen. Du kannst nur so viel tun, wie in deiner Macht steht. So, und der dritte Punkt stammt von Dr. David Hamilton. Das ist ein schottischer Doktor, der sehr lange für die Pharmaindustrie gearbeitet hat und sich in den letzten Jahren sehr damit auseinandergesetzt hat, inwiefern das unsere mentale Verfassung Auswirkungen auf unsere Gesundheit hat. Insbesondere tut er sich mit dem Placebo-Effekt auseinandersetzen. In einem seiner Bücher geht es ganz spezifisch um ganz viele Experimente im Placebo-Effekt. Und nur so als kleiner Exkurs, beim Placebo-Effekt zeigt sich immer wieder, dass zwei Studiengruppen mit Menschen, denen beiden gesagt wird, dass sie das gleiche Medikament erhalten, aber dass die eine Gruppe, die den Placebo erhält, trotzdem manchmal um die 50% Effekt hat. Also von einer Heilung beispielsweise. Das heißt, das, was in deinem Kopf abgeht, ist so entscheidend. Wenn du mit einer Stresssituation nur in Panik gerätst und dich nur stresst und dir nur vorstellst, was alles passieren könnte, dann ist dein Fokus dermaßen auf das Problem gerichtet, anstatt auf die Lösung. Und deshalb habe ich auch vorhin versucht, einfach vor allem auf die Lösungsansätze zu konzentrieren, damit man weiß, okay, was kann ich alles tun, was steht alles in der Macht, was kann ich alles unternehmen, damit ich gesund bleibe oder auch wenn ich krank werde, was kann ich dann noch tun? Und einfach den Fokus auf, was steht in meiner Macht, was kann ich tun und auf das Positive zu richten. Also einfach da bewusst zu sein, das, was in deinem Kopf abgeht, mental, hat eine immense Auswirkung auf dein Immunsystem. Und du musst schauen, dass du positiv bleibst und dich auf die Lösung konzentrierst, damit dein Immunsystem auch stark bleibt. So, und der vierte und letzte Punkt ist diese Schlüsselfrage, die ich mir gestellt habe, nachdem ich am Wochenende ja, so Gespräche geführt habe über diese Krise im Moment. Und ich habe mich dann einfach gefragt, ja, warum ist eigentlich so eine Panik? Und es ist ganz klar natürlich einfach, der Mensch hat Angst vor dem Tod. Und dann habe ich mich gefragt, ja, warum haben wir eigentlich Angst vor dem Tod? Und es gibt tausende Gründe, das ist auch bei jedem Mensch anders. Und das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, ihr müsst nichts davon mitnehmen. Ich präsentiere eigentlich nur ganz kurz, was mir durch den Kopf gegangen ist bezüglich meiner Vorstellung, dass wenn ich mir vorstellen müsste, dass ich sterben muss, vielleicht schon bald, und natürlich macht es mir Angst. Also ich wäre erstaunt, wenn es viele Menschen gäbe, die keine Angst vor dem Tod hätten. Aber trotzdem muss ich sagen, ist meine Angst nicht ganz so groß bei mir, wie ich dachte, dass sie wäre. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass ich sehr zufrieden mit meinem Leben bin. Und ich glaube ganz persönlich, dass ein zufriedenes Leben natürlich mit verschiedenen Dingen zu tun hat, aber prinzipiell mit einer Ausgeglichenheit in verschiedenen, ich sage dem jetzt mal, Standbeinen im Leben. Und das sind Dinge wie die Familie zu pflegen, die Freundschaften zu pflegen, die eigenen Interessen zu pflegen, Arbeit zu finden, die einen erfüllt oder die Arbeit so zu gestalten, dass sie einen erfüllt und einfach, dass man sich kleine Dinge vielleicht gönnt, aber auch Dankbarkeit. Also insgesamt bin ich einfach sehr zufrieden und ja, natürlich habe ich das Glück, dass ich auch von Menschen umgeben bin, die sich um mich kümmern, aber genauso gerne kümmere ich mich um meine Mitmenschen. Das ist mir noch fast wichtiger, dass, als sie sich um mich kümmern, weil ich weiß, dass wenn ich gebe, dass da was zurückkommt. Und sagen wir jetzt ganz hypothetisch, ich will ja eigentlich das ja nicht Holz klopfen, ich will das ja nicht wirklich in den Mund nehmen, aber sagen wir, ich wäre bald nicht mehr hier, dann wüsste ich einfach, dass ich sagen kann, dass ich gut gelebt habe. Und aus dem Grund würde ich sagen, ist meine Angst nicht so groß vor dem Tod. Und wenn du das Gefühl hast, dass du vielleicht nur eines oder zwei dieser Standbeine wirklich stark pflegst, dann konzentriere dich darauf, dass du dich auf mehrere Standbeine im Leben bemühst.
Und ich denke, dann hat jeder die Chance, wirklich ein erfülltes und zufriedenes Leben zu haben. Okay, das war's für heute. Ein bisschen ein anderes Video, ein spezielleres Video. Haltet Sorge zu euch. Auch ich versuche, zu mir Sorge zu halten. Und macht's gut. Wir stehen das alle durch. Es kommt schon gut. Wir schaffen das. Macht's gut. Bis bald.